Es besteht die Gefahr, dass Bayern von Bier zu Bionade wechselt. Naja, ich glaube, daran glaubt so wirklich niemand. Konkret geht es um die Besetzung des neuen Lehrstuhls an der TU Weihenstephan. Und da soll halt eben nicht nur Bier, sondern offensichtlich auch Bionade eine Rolle spielen. Eine Entwicklung, die nicht allen Studenten und nicht allen Vertretern der Wirtschaft gefällt. Und so wurde kräftig dagegen demonstriert. Die Teilnehmerzahl an der außerordentlichen Fachschaftsvollversammlung am 26.01.2009 hat deutlich gezeigt, dass die betroffenen Studierenden große bis sehr große Bedenken hinsichtlich der Besetzung des Lehrstuhls Brau- und Getränketechnologie haben. Die Bedenken gründen sich in erster Linie auf Folgendes. Der Listenplatz Erste hat während seiner bisherigen Lehrtätigkeit am BZW von 2000 bis 2004 eine überaus schlechte Evaluierung erzielt. Er konnte jedoch weder bei seiner vorhergehenden Bewerbung für den Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik noch bei der aktuellen Bewerbung in den Gesprächen mit uns Studierenden überzeugend darlegen, dass diesbezüglich deutliche Verbesserungen stattgefunden hätten. Eher unbefriedigend vermittelte er den Eindruck, studentischen Interessen an der Hochschule den Stellenwert beizumessen, den sie unserer Ansicht nach verdienen. Durch den angekündigten verstärkt prozessanalytischen Ansatz sehen wir die bisherige Ausrichtung und den brautechnologischen Status unserer Ausbildung und Abschlussarbeiten gefährdet. In mehreren Gesprächen mit Vertretern aus der Industrie und Forschung haben wir den besorgniserregenden Eindruck gewonnen, dass mit einem Lehrstuhl in der von der Hochschulleitung gewünschten Neuausrichtung Kooperationen bei Projektarbeiten mit den bewährten Schwerpunkten und Partnern nur schwer vorstellbar wären.